Wir haben einen Philosophen, den wir beide sehr schätzen, über den wir schon im Vorfeld einmal kurz uns unterhalten haben, über die E-Mails. Das ist Pico della Mirandola. Und der ja das Besondere im menschlichen Wesen darin sah, dass er gleichsam noch unbestimmt ist oder nicht in Gänze bestimmt. Und damit sah er die Selbstbestimmung des Menschen als das Besondere, im Sinne, das Unbestimmte, das zur Selbstbestimmung aufgefordert ist. Und dabei hatte er aber drei Aspekte, die er so als Zielvorgabe sah, was wenig thematisiert wird, wenn man diesen au wundervollen Autor zitiert. Und das ist, dass er sagte, der Mensch auf seinem Weg in die Selbstbestimmung muss drei Dinge lernen und pflegen. Es ist die Liebe, es ist der Geist und es ist die Urteilskraft. Und genau die drei würde ich als elementare Dinge ansehen, die uns gleichsam antreiben sollten, motivieren sollten, aber die das Leben auch lebenswert machen. Die Liebe, der Geist und seine Entfaltung und die Urteilskraft. Es ist die Stellung, die letztendlich uns, ich glaube schon, dass wir das einfach so sagen müssen. Es ist ein Stück Freiheit und doch immer auch Bürde. Ich glaube, dieser Selbstentwurf, zu dem wir ja auch ein Stück weit, wie du sagst, verdammt sind, verdammt in Gänsefüßchen, aber wir kommen nicht umhin. Wir sind sozusagen in diese Welt geworfene, auf einer natürlich biologischen Grundlage, die uns trägt und doch eben ein ganz kleines Stück Spielraum. Und in diesem Spielraum, diesen nutzend, sind wir zu diesem Selbstentwurf verdammt. Und das heißt, es ist immer auch ein Stück Suche, immer Veränderung, immer auch ein Umgehen mit Zerrissenheit, immer auch ein Umgehen mit Divergenzen, mit Unsicherheiten, mit Unzulänglichkeiten. Also das heißt, ich glaube, dieser Weg in den Selbstentwurf, ist, wenn man so möchte, Auftrag, aber auch Bürde zugleich. Und es lauern sehr, sehr viele Fallen auf diesem Weg in meinen Augen. Und die Würde, es ist nicht ganz so einfach, diesen Begriff zu fassen. Und ich glaube, er ist vielleicht viel umfänglicher, als man oft so auf den ersten Blick annehmen möchte. Ich würde diesen Begriff der Würde einen anderen Begriff doch an die Hand geben, weil ich glaube, dass diese beiden Begriffe komplementär sind, nämlich der Begriff der Selbstachtung. Also Würde ist ja auch nicht zuletzt ein juristischer Begriff, der ja in erster Linie eigentlich ein Versprechen beinhaltet. Also es das heißt, in dem juristischen Begriff der Würde geben sich Teilnehmer einer Gemeinschaft das gegenseitige Versprechen, einander zu achten, einander nicht zu instrumentalisieren, einander nicht zu verdinglichen. Und das ist, glaube ich, aber etwas, das braucht natürlich auf der anderen Seite im Individuum auch die Selbstachtung als Fundament, als Andockstelle zu einem Würdebegriff. Also ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir unser heutiges Bild unserer selbst und unseren Umgang mit uns selbst verstehen möchten, müssen wir weit zurückgehen. Tatsächlich, gerade weil du die Psychologie ansprachst. Und ich glaube, dass wir heute an etwas immer mehr leiden, was ich psychologisch oder auch verhaltensbiologisch als eine Form von Ich-Schwäche beschreiben würde. Und ich-schwache Menschen haben große Probleme, eine Form von Selbstbeheimatung zu finden, weil ich schwache Menschen unheimlich leicht manipulierbar sind, weil sie eben das Fundament in sich nicht stabil angelegt haben, das ihnen auch, was sie verankert in der Welt. Und dieses Motiv der Ich-Schwäche, das kann man tatsächlich zurückverfolgen bis auf Sigmund Freud.
Diese Grundidee dieser Ich-Stärkung und Ich-Optimierung ist bei Freud schon ein Stück angelegt. Getragen beim zweiten Konzept, nämlich das Konzept des Narzissmus, das ja uns antreibt zu etwas uns selbst überhöhendem, aber auch Ruhe und Freiheit gewährendem. Mhm. Und ich glaube, auf diesem Weg sind wir seit 100 Jahren, glaube ich. Und diese Tendenz zur Selbstoptimierung, das mit dem Ideal verbunden, es möge dort etwas geben, was echt ist. Also auch der Weg zum Authentischen, der Weg zum echten, wahrhaftigen Ich. Dieses Bild entstand gleichsam als Leitfigur für eine ganze Bewegung. Die Welt der Psychotherapie, dann später auch des Coachings, ist ja auch ein Ergebnis genau dieser Suche in dieser Innerlichkeit. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieses Suchen in meiner Innerlichkeit ja historisch in dieser ausgeprägten Form ein relativ junges Phänomen ist. Also diese Kultivierung der Innerlichkeit als zu entdeckender Raum, als Dunkel, das ausgeleuchtet gehört, ist ja relativ jung. Und das hat nun gleichsam im letzten Jahrhundert sich massiv aufgeweitet. Denn in dieser Selbstsuche, in dem Suchen nach dem authentischen Wahren, droht immer auch eine Gefahr. Denn die Frage ist ja, nach welchen Normen tue ich das? Also was sind die Normen, wo ich mein echtes, authentisches, wahres Ich verorte? Was treibt mich dorthin und was treibt mich an? Und vor allem, nochmal ganz allgemeiner gefragt, welche Kräfte sagen denn stetig, du bist nicht bei dir, du bist nicht echt, du bist so noch nicht gut genug? Also welche Kräfte treiben mich an und suggerieren mir auch, nein, frei bist du erst auf der anderen Seite des Flusses. Frei bist du erst, wenn du dem und dem und dem entwachsen bist. Also, und ich glaube, das ist ganz wichtig heute in einer Massenkonsumsgesellschaft, auch in einer medialen Masse, die auf uns einwirkt, zu hinterfragen, welche Stimme spricht da in mir? Um mit dem Freudschen Über-Ich zu sprechen, ist es tatsächlich ein tiefes aus mir selbst hervorsteigendes Bedürfnis? Oder sind es nicht eventuell Normen einer Gesellschaft, die sich genau in dieses Über-Ich, wenn man so möchte, hineingezwängt haben und dort mir suggerieren, du bist nicht echt, du bist noch nicht gut, du musst noch da und dahin streben. Also, das ist so eine Strömung, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Es ist stete Suchen nach dem authentischen, wahren, echten, das aber auch schier den Menschen kaum Ruhe lässt, für einen Moment anzukommen, für einen Moment gut genug zu sein, für einen Moment tatsächlich in Ruhe und bei sich zu sein, um zu schauen, was ist denn da wirklich in der Tiefe meines Selbst, was da vielleicht hervorsteigen möchte. Eine weitere Strömung, die wir hier mitdenken müssen, bei dieser Identitätssuche, ist eine Strömung, die wir so seit den 60er Jahren sehr stark haben und die sich die letzten 50, 60 Jahre massiv aufgeschaukelt hat. Nämlich, dass wir ja auch intellektuell unsere Geschichte analysiert haben, dass wir intellektuell herausgearbeitet haben, wo kommen wir her, was bringen wir für Wurzeln mit, was haben unsere Vorfahren getan und wessen Nachfahren sind wir. Und in dieser sinnvollen und bedeutsamen Analyse entstand etwas, das ich, wenn du mir diese kritischen Worte erlaubst, mit großer Skepsis betrachte. Denn ich bin auch Traumaforscher gewesen und das Thema Trauma ist ein Thema, das mich seit vielen, vielen, vielen Jahren begleitet, als Wissenschaftler, auch als Therapeut. Und was in dieser Selbstanalyse entstand, war auch ein Bild aus einer gesunden Analyse und Selbstreflexion wurde am Ende ein Stück weit auch eine Art Selbstverachtung. Wenn
Wenn wir heute die Reflexion über Europa hören, in einem medialen Mainstream, dann hören wir es sehr, sehr häufig zumindest gepaart und negativ mit negativen Attributen besetzt und damit auch negativ konnotiert. Also wir sind die Nachfahren von Kolonialherren, wir sind die Nachfahren von Rechtsradikalen, wir sind die Nachfahren von Umweltzerstörern, wir sind die Nachfahren von einer diskriminierenden, europäisch privilegierten Rasse. Was ich damit sagen möchte, in dieser Strömung der Selbstsuche, des Selbstentwurfes, in der Suche nach dem Echten und Wahren, gesellte sich nun eine weitere Denkfigur hinzu, nämlich eine radikale Selbstanalyse und eine in meinen Augen historisch übersteigerte Form von Selbst. Ich nenne es schon fast Selbstbefremdung, aber auch vielleicht sogar so ein Stück weit auch Selbsthass. Das ist seit 50, 60 Jahren sind diese Prozesse wirksam. Und jetzt kommt noch eine dritte Denkfigur. Und dann würde ich, verzeih, wenn ich jetzt so ein bisschen aushole, aber es sind so wichtige Dinge, weil sie für das Verstehen des Heutigen in meinen Augen unheimlich wichtig sind, eben weil wir auf diesen Schritt zurückgehen müssen in der Geschichte, um zu verstehen, was heute so mächtig und so wirksam in uns ist. Eine dritte Figur ist ein, wenn man so möchte, ein Ideal, das auch zu einer politischen Kraft geworden ist. Nämlich der Mensch, ich würde hier gerne aus der Verhaltensbiologie eine Figur aufgreifen, die wir in vieler Form auch in anderen Nischen wiederfinden, nämlich die Figur der starken Wurzeln und der großen Flügel. Das heißt, der Mensch, der in seiner Verankerung ruhen muss, Stärke finden muss, in seiner Identität auch eine Grundierung braucht, um dann nach oben zur Freiheit streben zu können. Jemand, der unten keinen Halt hat, wird oben von jeder Windböe weggezerrt werden, weil große Flügel mir nicht helfen, wenn ich überhaupt keine Verankerung in der Welt habe. Und hier hat sich ein neues Ideal etabliert, das da sagt, der Mensch ist oder bedarf dieser starken Verwurzelung nicht. Ein Ideal, das sagt, der Mensch ist eigentlich ein guter Mensch, wenn er frei von Eigenschaften ist. Also weder braucht er eine geografische Verwurzelung noch eine über die Familie, über die Gesellschaft, über die Gemeinschaft, über die Religion, über die Kultur. Nein, am besten ist der Mensch, der frei von Eigenschaften ist, in Form eines Gleichheitsbildes, und der gute Mensch muss nun geformt werden. Das heißt also, wir haben eine Art von Ideal etabliert, das den Menschen gleichsam nicht als gut im Gegenwärtigen sieht, sondern das Ideal im Zukünftigen, in der Utopie verortet. Also der Mensch ist am besten, wenn er weder Geschlecht noch Rasse, noch Farbe, noch Form, noch Gestalt, am besten eine neutrale, amorphe Masse, die dann zum guten Menschen erzogen wird. Ich nenne es jetzt, oder ich formuliere es mit sehr harten Worten, aber ich glaube, ich könnte es mit viel weicheren Worten umschreiben, aber das Bild wäre am Ende das Gleiche. Mhm. Und wenn man diese drei Denkfiguren, die ich gerade beschrieben habe, zusammennimmt, dann kommt ein Wesen dabei heraus, das sich, und davon bin ich als Psychologe, als Neurowissenschaftler, als auch viele Jahre therapeutisch tätiger Mensch überzeugt, dass wir statt die Befreiung in Wahrheit immer mehr Menschen antreffen können, die sich selbst ein Stück verloren haben, die also eher statt der Selbstbeheimatung eher eine Form von Selbstentfremdung erleben. Und um dieser Selbstentfremdung zu entfliehen, werden natürlich kompensatorische Maßnahmen ergriffen. Wenn ich mich ja nicht gut verorten kann, nicht verwurzeln darf, wenn ich meine Geschichte nicht wertschätzen darf, dann
braucht es doch Denkfiguren, die mich wieder ein Stück erheben. Also muss ich dann Dinge verklären und idealisieren, das Natürliche, die Natur als solche, das Fremde. Das sind alles Denkfiguren, die ich gleichsam kompensatorisch idealisieren muss, um dann meine Kleinheit aushalten zu können. Zugleich aber erfahre ich eine Form von auch Selbstentfremdung. Eine Denkfigur, die schon bei Marx, dann bei Freud, dann bei Gehlen, dann bei Adorno, die ja die ganzen letzten 150 Jahre uns begleitet. Aber ich glaube, dass sie heute tatsächlich in einer großen Breite Realität geworden ist. Also Identitätsbildung, davon bin ich zutiefst überzeugt, bedarf einer Verwurzelung, einer gesunden, einer spiegelnden Verwurzelung, um dann in die Autonomie und in die Freiheit streben zu können, um mich dann auszuformen. Und eben nicht mehr einreden zu lassen von einem modernen Zeitgeist, ich bräuchte keine Eigenschaften zu haben. Ich wäre erst dann frei, wenn ich frei von Eigenschaften bin, damit ich geformt werden kann. Da sollten wir doch kritisch die Frage stellen, wer will uns da formen? Wer hat das Bild in der Schublade, wie ich in der Utopie auszusehen habe? Wer ist das? Unsere Politik? Ist das? Ist das Facebook? Ist das Tesla? Wer hat ein Bild der Utopie, wie ich als guter Mensch zu sein habe? Der Mensch ohne Eigenschaften ist formbar, aber er ist schwach. Er ist ich schwach. Und genau diese Menschen sind verführbar von Ideologien, von aktuellen Strömungen und sie sind mitnichten bei sich angekommen. Das ist keine Selbstbeheimatung. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, wenn ich nicht weiß, woher ich komme, kann ich auch kein Bild dessen entwerfen, wo ich hin möchte. Und ist es meine Antizipation? Ich habe jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit, mich selbst ins Morgen hinein zu entwerfen. Eine große Ressource des Menschen. Doch nach welchen Kriterien tue ich das? Wer gibt die Normierung dafür vor? Fakt ist, dass wir in einer Zeit leben, Andrea, in der wir in den 60er Jahren war, wenn man so möchte, diese Aufgipfelung der Suche nach dem Authentischen, nach dem Echten, nach dem Unverfänglichen, nach dem Freien, nach dem Nonkonformistischen. 50 Jahre später sind wir wo angekommen? In einer hochkonformistischen Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die sich gleichsam immer mehr individuell wie auch als Gesellschaft entfremdet. 22 Männer laufen auf dem Spielfeld. Von den 22 haben 20 die gleichen Frisuren, 20 haben die gleichen Tattoos, 20 haben die gleichen Piercings, 20 haben fast die gleichen Schuhe. Und das kann man übertragen auf die Gesellschaft. Wir sind konformistischer denn je. Und doch bilden wir uns ein, wir seien so furchtbar individualistisch und so furchtbar echt und so furchtbar anders. Fakt ist, dass wir in einer Zeit leben, wo immer mehr Menschen verunsichert sind. Auf der Suche nach der eigenen Identität, nach dem, was in mir ist, auf der Suche nach dem Echten, haben wir immer mehr Mühe anzukommen bei uns. Wir werden getrieben von Normierungen, wie es zu sein hat. Und wir überhöhen immer mehr diese Konstrukte des Zeitgeistes, immer weniger in der Lage, selbst für normale, einfache Handlungsakte aus uns selbst heraus die Motive abzulesen. Wir haben heute Therapeuten und Coaches für alles. Nicht nur fürs Kinderkriegen, nicht nur für die Karriere, auch für die Gesundheit, das Training, den Schlaf. Für alle Akte des Lebensvollzuges haben wir heute eine ganze Beraterindustrie bereitstehen. Die stünde nicht bereit, wenn der Mensch nicht so bedürftig wäre. Also
Nach 50 Jahren Kampf um die Emanzipation sind wir heute bedürftiger denn je, unsicherer denn je. Identitätsbeschädigt auf der Suche nach dem Authentischen, aber in Wahrheit treiben wir gerade momentan auf den Wogen des Zeitgeistes und fühlen uns gut, weil eine mediale Welt uns suggeriert, wir seien auf der Seite der Guten, der Moralischen, der Nichtverwerflichen, weil wir doch dazugehören. Nein, da bin ich doch sehr, 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 sehr skeptisch, ob wir uns einer Selbstbeheimatung nähern oder nicht vielmehr einer immer weiter ausufernden Selbstentfremdung. Ja, jetzt sprichst du von Selbstentfremdung und genau da ist ja auch unsere Freiheit mit verknüpft, die auf diese Weise nicht mehr gelebt werden kann letztendlich, ne? Und das ist halt auch etwas, was ja, unsere geistige Autonomie ist in Frage gestellt durch viele Dinge, die du gerade sehr, sehr treffend oder das heißt sehr, sehr anschaulich beschrieben hast, ne? Da muss ja jeder sich selber das rauspicken, was er für gut und wahr empfindet. Und was bedeutet das wiederum, das, was du am Anfang gesagt hast, die Selbstbestimmtheit, die ja auch was mit Eigenverantwortung zu tun hat und ohne die unsere Freiheit eigentlich kaum denkbar ist, die geht dadurch verloren. Ja. Und die wird natürlich durch die digitale Welt auch immer weiter eingeschränkt. Wenn wir uns vorstellen, wenn wir aus vielen Untersuchungen ist bekannt, dass zum Beispiel die Zeit des Tages, in der wir tatsächlich in uns sind, aber auch konzentriert, einen Gedanken bewusst verfolgend, wenn man so möchte, ein Stück Autonomie in diesem Moment lebend, dass diese Zeitfenster immer kleiner, immer kürzer werden. Das heißt, der Alltag wird so gestaltet, dass wir oft Getriebene der Umstände sind. Zur Selbstbestimmung, wie du gerade so schön gesagt hast, und zur Freiheit gehört auch, dass sich an der Welt reiben, gehört es, dass wir die Realität nicht zu sehr verzerren. Wir alle verzerren sie. Das ist in unserem Wahrnehmungsapparat einfach implizit quasi vorgegeben. Aber trotzdem gibt es Plausibilitäten, an denen ich mich orientieren kann. Und wir haben es geschafft, dass wir gleichsam eine Art, wir haben, wenn man so möchte, unsere Wirklichkeits- und Selbstkonstruktion über den BIOS gesetzt. Also wir brauchen auch die Empirie nicht mehr, weil die Weltkonstruktion ist gleichsam die Welt geworden. Also ich muss nur noch etwas wollen, dann ist es gleichsam schon gut genug. Also viele Menschen geben sich damit zufrieden, dass ihnen schöne Wirklichkeitskonstruktionen vorgesetzt werden, die sie aber in Wahrheit nicht mehr empirisch hinterfragen. Und das halte ich für ein Problem, denn wie kann ich denn bei mir wirklich ankommen, wenn ich mich von Konstruktionen dauernd einlullen lasse und von Normen gleichsam bestimmen lasse, die mich in eine bestimmte Richtung treiben. Wo ist dann das wirklich Authentische? Wo ist dann mein Reiben an der Welt? Wo ist dann mein mich, wenn man so möchte, Ausmachen des Agens? Wo ist das, was mich eben aus dem konformistischen Strom heraushebt? Und diese Fragen sollten wir uns stellen. Ganz kurz nochmal zur Reibung. Im Grunde ist es ja so, wenn wir uns nicht an der Welt reiben, haben wir keine Entwicklungschancen. Ja. Und das ist dann wiederum der Punkt, der zu dieser Infantilisierung, also das Wort ist jetzt sehr, 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 sehr deutlich, finde ich, aber ja, es trifft es irgendwie, ne? Indem wir uns nicht weiterentwickeln, entwickeln wir uns zwangsläufig im Grunde evolutionstechnisch zurück. Zentral für die Welterfassung sind meine Modelle von mir selbst und der Welt. Was aber bedeutet, evolutionär, und da bin ich dankbar für deine Argumentationsführung, evolutionär ist das Ganze so angelegt, dass immer wieder Vorhersagefehler sich einstellen. Ich habe eine Vorhersage, die passt aber nicht zu der einströmenden Signal,
Kaskade. Und jetzt entsteht ein Prediction Error, ein Fehler. So, und jetzt ist es nämlich die Chance für den Organismus, das eigene Modell zu hinterfragen. Das heißt so, Entwicklung heißt genau, was du sagst, Reiben an der Welt in der Gestalt, dass ich immer wieder auf Vorhersagefehler stoße. Dass ich auf jede, damit auch genötigt bin, meine Selbst- und Weltmodelle zu hinterfragen. Und aus dem heraus werden immer wieder Modelle auch erweitert, verändert, adaptiert, damit eine immer bessere Vorhersage möglich wird. Und was wir jetzt momentan uns angewöhnt haben, ist Folgendes zu tun. Wir nehmen einen Reiz von außen auf und der passt nicht zu unserem Modell. Es gibt nämlich eine kleine Mogelpackung, die die Natur uns trotzdem hier auch an die Hand gegeben hat. Wenn ich nämlich nicht bereit bin, mein Modell zu hinterfragen, kann ich auch einfach das Reizsignal entwerten. Also Beispiel, du sagst mir jetzt etwas, was meinen Modellen widerspricht. Indem ich dich als Person entwerte, enthebe ich mich der Verantwortung, mein eigenes Modell zu hinterfragen. So schütze ich mein Modell, kapsle mich vor diesen schädlichen Reizen ab, aber zugleich bin ich damit verdammt, mit meinem Modell genauso weiterzuleben, weil ich es nicht mehr weiterentwickeln kann. Und irgendwann, das ist jetzt quasi nicht Philosophie, es ist wirklich reine Hirnforschung, irgendwann sind die Reize von außen und meine Modelle so divergent, dass ständig es zu Prediction Errors kommen wird und dann wird die Stresskaskade ständig aktiviert, weil sie sagt, hier stimmt was nicht, hier ist Unsicherheit angesagt. Indem wir bei unseren Modelle festhalten, sie quasi durch Weltkonstrukte beschönigen, sie moralisch aufwerten und alles, was dem widerspricht, entwerten, schützen wir unsere Modelle. Aber diese Stabilität ist teuer erkauft. Genau, was du sagst. Denn wir berauben uns damit der Entwicklungsmöglichkeiten und wir entwerten dann immer mehr die Reize, die von außen hineinkommen. Und damit entfernen wir uns immer mehr auch von der Realität. Und das heißt, zu einer Selbstentfremdung kommt noch ein Realitätsverlust hinzu. Und so entsteht ein Kokon, wo eine konformistische Gesellschaft entsteht mit stabilen Selbstmodellen, die sich gegenseitig aufrechthalten, aber die sich immer mehr von der Realität abkoppeln, weil sie sich ja der Entwicklungsmöglichkeiten beraubt haben. Denn das heißt, ich muss stetig bereit sein, unter meinen eigenen Füßen zu graben. Es ist das, was mit einem altmodischen Wort würde ich es einfach bezeichnen als die intellektuelle Redlichkeit, wovon Kant schon sprach, wovon aktuell Thomas Metzinger spricht. Ein wundervolles Wort, wie ich finde, weil es ja besagt, nichts weiter als der Mensch sollte bemüht sein, mit sich selbst, im Selbstdialog, wenn ich ganz allein bei mir bin, so ehrlich, wie ich nur kann zu sein, mir nicht selber in die Tasche zu lügen, so gut ich es nur kann. Intellektuelle Redlichkeit ist das Gebot der Stunde in meinem Umgang mit mir selbst, aber auch mit der Welt. Und dabei den Raum meiner autonomen Handlungsspielräume verteidigen und erweitern. Und immer bereit sein, auch die gegenläufigen Argumente mir anzuhören. Denn ohne sie ist keine Weiterentwicklung möglich. Das sind so die Denkfiguren. Und da kommen wir wieder zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Pico della Mirandola hat genau das vorweggenommen. Er sagt, die Liebe gilt es zu kultivieren. Es gilt aber auch den Geist und die Urteilskraft zu kultivieren. Egal, was da am Ende in den süßen Träumen der Transhumanisten, egal, was da am Ende sich als frei empfinden könnte, es werden keine Menschen mehr sein. Keine Menschen in dem Sinne, wie wir als Natur
aus der Natur herausgegangene Wesen entstanden sind, mit all unseren Unzulänglichkeiten, all unseren Schwächen, aber auch mit all unseren Liebenswürdigkeiten. Und unserer Würde und Menschlichkeit. Und unserer Würde, Menschlichkeit und am Ende unserer Selbstachtung, die ja erst dann überhaupt ja einen Wert besitzt, wenn wir uns auch eben annehmen können als unvollkommene Wesen, als auch ein Stück scheiternde Wesen, als Wesen, die immer auf der Suche sind, die divergenten Kräfte in sich zu vereinen suchen, die nie ganz ankommen können, das zu akzeptieren, das macht doch dann erst die Selbstachtung wertvoll. Und das macht uns doch erst zu Menschen. Und das, glaube ich, gilt es anzunehmen. Wir müssen gleichsam unsere Zerrissenheit, auch unsere, wenn man so möchte, unsere Unvollkommenheit annehmen. Das wahre, echte, in Gänze, glaube ich, es nicht zu haben, weil es nie ein Ankommen in Gänze geben kann, weil dafür die Kräfte in uns, die uns treiben, immer auch ein Stück Divergenz in sich tragen werden. Die Frage ist, wie gut können wir es stabil halten, kohärent halten? Wie können wir uns durch unsere Liebe, unsere Verwurzelung und unsere Antizipationen zu einer Gestalt werden lassen, die haltgebend ist, die uns als Gemeinschaft formt und die uns zu ich-starken, mutigen Persönlichkeiten heranreifen lässt. Dass wir uns nicht so leicht manipulieren und einfangen lassen. Dass wir uns der Autonomie nicht berauben lassen. Und ich glaube, dieses Anerkennen des Menschlichen ist der erste Weg in das Echte. Anerkennen der Zerrissenheit als Teil der Natur. Wir sind kein toxisches Agens. Wir sind ein Teil dieser Natur, die uns hervorgebracht hat. Mit den guten und den sehr wohl schwierigen Eigenschaften. Ich glaube, etwas zu lieben, das vollkommen ist, ist nicht schwer. Etwas zu lieben in seiner Unvollkommenheit, das erst macht uns zu dem Wesen, was wir sind. Ja, da sprichst du mir aus dem Herzen. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe, vor der wir jetzt gerade alle stehen. Also eine der wesentlichen Aufgaben. Es gibt viele. Aber, ja, wahrlich. Ja, und es gibt auch im Hinblick auf die Würde und Menschlichkeit Aufgaben. Aber die sind, das ist alles miteinander verknüpft, glaube ich, was wir jetzt hier umrissen haben, was du so ausführlich geschildert hast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür. Von meiner Seite, ich habe jetzt gar nicht mehr irgendwas hinzuzufügen. Es war so dicht und so spannend. Und ja, falls du noch irgendwas sagen möchtest, gerne. Wir haben, ich würde ein Zitat noch zum Ende aufgreifen von einem Menschen, von dem ich sehr viel gelernt habe, von meinem sehr geschätzten Kollegen Gerald Hüther. Von ihm habe ich einmal einen wundervollen Satz gehört. Nämlich, er sagte, wir haben, damals im Sinne der Neurobiologie, hat er es in diesem Kontext formuliert, wir haben die Bedienungsanleitung für unser Gehirn verloren. Und ich glaube, das würde ich so bestätigen. Und ich hoffe, dass wir alle die Kraft und den Mut haben, die Bedienungsanleitung für uns, unser Gehirn und uns als Ganzes, uns wieder anzueignen, es wieder in die eigenen Hände zu nehmen und wirklich zu Gestaltern unseres Lebens zu werden und uns nicht als manipulative Masse durch die Gegend schieben zu lassen, auch wenn es sich leider ganz gut anfühlt, im konformistischen Strom mitzugehen und sich treiben zu lassen. Aber mein Wunsch wäre, dass wir den Mut haben, diese Bedienungsanleitung wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Das können wir. Das können wir in meinen Augen viel besser als diejenigen, die glauben zu wissen, wohin der Mensch zu gehen hat. Nein, es ist unser gutes Recht. Und das sagt auch der Würdebegriff aus. Unser gutes Recht, unseren Weg selbst zu bestimmen. Oh, so schön gesagt, ja. Danke dir ganz, ganz herzlich. Es war mir eine große, große Freude.
Und ich danke allen, die jetzt zugeschaut haben und hoffe, dass wir einiges, ja, immer mehr begreifen, wo es jetzt drauf ankommt und dass uns das hilft, einfach neue Wege zu ebnen. Ganz lieben Dank. Ich danke dir, es war mir eine große Freude. Vielen Dank.